Willkommen zurück zu Minecraft. Bei der letzten Folge haben wir, das Nether betreten. Und ein bisschen Netherquarz gefarmt, dies, das, ein bisschen Glowstone und so weiter. Haben ein Schild jetzt. Und mit diesem Schild und einer rechten Hand, die frei ist, da werden wir jetzt Ausschau halten nach einem Pferd. Denn dieses Pferd können wir mit dem Sattel, den ich irgendwann mal während des Hausbaus und ein paar Zombie-Kämpfen gefunden habe, reiten. Aber hier ist kein Pferd. Ich bin mir aber ziemlich sicher... Oh Gott. Jetzt habe ich kein Essen mehr. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich in der letzten Folge hier irgendwo eins gesehen habe. Und dementsprechend melde ich mich gleich wieder, bis ich es gefunden habe. Also, wenn ich es gefunden habe. Hier hatten wir unseren Kampf gegen ein paar Skelette. Und da sind Lamas. Ja gut, Lamas kann man auch zähmen. Aber ich weiß und ich bin mir... Oh mein Gott, wie viele Leute sind da gespawnt? Aber ich kann da direkt mal das Achievement holen. Easy. Ja. Tschüss. Stirb. Boom. Und du... auch. Oh, ich liebe es. Dieses Schild ist so gut. Also dieser Schild. Der Schild. Aber da ist ein Enderman. Und eine Spinne. Sind nur zwei Endermänner? Okay, Enderman. Let's fucking fight. Da ist er. Yay! Haben wir eine Enderperle? Yes, sehr schön. Bis jetzt hat jeder Enderman, den wir bekämpft haben, eine Enderperle gedroppt. Enderpearl, Enderpearl. Aber wisst ihr was, wenn wir schon mal dabei sind, glaube ich, sollten wir, nachdem wir das Pferd gefunden haben, in den Wüstentempel gehen. In den wollte ich selbst schon in der ersten Folge reingehen. Das Problem ist da drin, sind TNT-Fallen. Das heißt, das kann ziemlich ein bombastisches Ende geben, wenn wir nicht aufpassen. Und das möchte ich nicht. Was ich allerdings möchte, ist jetzt dieses scheiß Pferd finden. Da ist der Wüstentempel. Wo ist das Pferd? Ich will doch einfach nur das Pferd finden. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen zuerst in den Wüstentempel. Oh, es wird spannend, Leute. Ich schau mich nochmal um, ob ich irgendwo ein Pferd sehe. Aber nein, sieht nicht so aus. Nee. Ja gut, dann. Oh oh. Oh, wir sehen schon das Creeper-Emblem drauf. Oh, 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 oh. Aufpassen wegen Sprengfallen und so. Uff. Uffidi-uff. Da ist ein Kaninchen, hallo. Und immer noch keine Aussichten auf dem Pferd. Okay, aufpassen wegen Sprengfallen, wegen Drähten, wegen Druckplatten etc. Hier drunter. Da. Diese Sprengplatte. Und Leute, wisst ihr was? Ich weiß nicht genau, aber ich denke, wenn man TNT abbaut... Oh oh. Oh. Ich hab... Okay, ich muss sofort mir ein neues Ding machen. Ohne Spitzhacke kann ich da unten nicht arbeiten. Ich muss mir die allerdings jetzt aus Holz machen. Okay, also wir brauchen jetzt... bisschen Sandstein, weil wir uns nach unten bauen müssen. Und unten dürfen wir nicht auf diese Druckplatte gehen. Sobald wir auf diese Druckplatte fallen, ist da überall TNT. Und was ich vorhin ansprechen wollte ist, dass ich denke, dass wir einfach dieses TNT abbauen können und dann sogar schon TNT haben. Was auch ziemlich gut ist, weil dafür bräuchten wir Schwarzpulver und Sand. Und zwar ziemlich viel davon. Hopp. Und hopp. Und hopp. Wehe, ich fall da drauf. Oder wehe, das Spiel denkt, ich würde drauf fallen. Okay, die ist abgebaut. Ich weiß allerdings nicht, ob wenn man... Ist das eine Redstone-Truhe? Ich baue erst alles.
Hallo, TNT. Was geht denn bei dir ab? Sind hier noch irgendwelche Knöpfe oder sowas? Und ist das das einzige TNT oder ist da drunter noch TNT? Nee, das ist alles TNT. Okay, es gibt kein weiteres TNT mehr. Diamantener... Gold und Diamantener Gold. Und Silberner, wir haben jedes Ding. Ist das eine Redstone-Truhe oder ist das eine normale Truhe? Okay, ist eine normale Truhe. Oh, sehr schön. Oh, Goldbarren. Wir kriegen so viel geiles Zeug. Und kostenlose Truhen. Ein entschärfter Tempel. Aber es ist kein verzauberter goldener Apfel. Oh, schade. Aber wir können was wegwerfen. Wir brauchen keine... Brauchen wir mehrere eiserne Rossharnische? Ich glaube nicht. Was können wir wegschmeißen? Ich glaube, die Steindruckplatte. Ja, die brauchen wir nicht. Kriegen wir so viel. Das ist ja geil. Okay, die Spinnenaugen können wir auch gebrauchen, deswegen mache ich mal die gemeißelten Sandsteine weg. Jetzt haben wir diesen Tempel erkundet und können wieder nach oben gehen. Was mache ich eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung, Leute. Stellt bitte keine Fragen. So. Einfach wieder nach oben und zack. Sind wir draußen und da ist eine Spinne irgendwo. Ich höre sie. Ich höre sie, sie will meine Eingeweide schmecken. Weg damit. Tada. Ich glaube, es gibt nichts anderes mehr in diesen Tempeln. Wer spricht da zu mir? Hallo, Hase. Bin der weg? Ich glaube, der Hase rennt weg. Ja, der rennt weg von der Spinne. Schnell weg. Ich muss irgendwie jetzt wieder nach Hause. Aber ich könnte bei der Gelegenheit auch noch ein paar Wüstenzombies töten. Und Creeper. Und 8 Milliarden Creeper. Ich kann nicht mehr rennen. Reicht aber trotzdem noch. Irgendwie. Oh Gott, der Zombie ist, glaube ich, schneller als ich. Okay, sehr gut. Na du, kannst du mir nicht irgendwas droppen? Nee, die ertrunkenen Zombies. Die genau, die im Wasser. Es gibt sogenannte Drowned, glaube ich. Die heißen einfach nur The Drowned oder sowas. Und die können mir so geilische so coole Dreizacks geben. Wie viele Creepers sind hier eigentlich? Eieieiei. 8 Milliarden Creeper. Oh Gott, ziemlich viele Leute. Nice. Okay, der ist kaputt gegangen. Ah, ich liebe diese Schilder jetzt. Komm her. So, die Wüstenzombies kann ich auch noch töten. Ich glaube, das kann mir was. Okay. Da war ein Creeper. Scheiße. Irgendwo da sind meine Items. Ich hab kein... Oh Gott, ich bin gleich wieder tot. Aber vor allem Spinnen sind, glaube ich, viel schneller als ich. Und vor allem du bist schneller als ich. Oh Gott. Ja, da sind meine Items. Ich muss nur hinkommen. Aber wo sind die? Ich hätte irgendeinen Creeper in die Luft gejagt. Ja, ich bin aber gleich wieder tot. Ja, ich bin wieder tot. Mist. Ich glaube, jetzt am Tag habe ich auch eine bessere... Oh, da sind meine Sachen. Oh mein Gott. Wie habe ich die denn übersehen? Okay, aber ich hab sie wenigstens wieder. Ah ja, ich glaube, es war auch nur ganz knapp, bevor sie alle despawned wären. Ganz knapp. Oh Gott, komm her. Ah ja, sehr gut. Zieh es an. Oh Leute, habe ich jetzt einen Schrecken gekriegt. Ich hatte auch gar nicht sozusagen mehr im Kopf, dass ich ja so unfassbar low war. Und ich habe komplett vergessen, was ich jetzt eigentlich machen will. Hilfe. Noch ein paar. Oh ja, nochmal Leben, sehr schön. Ich habe 9 TNT, blaue Keramik braucht kein Mensch, danke. Oh, und die anderen Sachen sind jetzt in dem Moment... Oh mein Gott. Wäre ich ungefähr 30 Sekunden oder 40 Sekunden später gekommen, es wäre alles weg gewesen. Alles. Ach du heilige Mutter Maria Christus im Himmel. So, haben wir das alles wieder hingekriegt jetzt. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe auch jetzt sofort wieder nach Hause und tue erstmal die Sachen, die wir gefunden haben, in die Truhe und begib mich dann nochmal auf die Suche nach dem Pferd. Also sehen wir uns gleich wieder zu Hause. Home, sweet home. Wen sehe ich denn da? Was machst denn du hier? Hallo.
Schwarzpulver, brauner Pilz, Feuerkorallenblock. Du hast keine interessanten Angebote. Weißt du, was ich mit Leuten mache, die keine interessanten Angebote haben? Nein, 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 komm her. Kannst du aufhören? Ich will nur die Leinen. So, du kommst her. Komm her. Genau. Jetzt spuckt die mich erstmal 500.000 Jahre an. Ist auch gut. So, aber wird. Ach so, ne, wisst ihr, was wird immer. Warte mal, warte mal. Ja, 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 ist ja gut. Ich brauche jetzt einen Soundpfahl, an die, wo ich die ranmachen kann. So. Ja, ja, ist ja gut, Leute. Ja, 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 ja. Alter, jetzt seid ihr unverschämt. Komm her. Du da. Und du. Da! Leute, wir haben zwei Lamas. Hui. Die bald ihren Zorn vergessen haben und mich dann innig lieben. Tschüss. So. Ja, du kriegst Freunde. Da, komm her. So. Ne. Okay, machen wir, glaube ich, erstmal die Sachen, die wir gefunden haben, in eine Kiste. Zwei Sättel. Sehr schön. Ich glaube, wir nehmen die diamantene Horsehaare und den Sting auch mal mit. Den Sattel brauchen wir. Zack. Das können wir auch alles wegmachen. Ich weiß noch nicht, was stylischer ist. Gold oder Diamant. Ich glaube aber Diamant einfach. Keine Ahnung. Diamant klingt so prunkvoll und luxuriös. So, dann nehmen wir jetzt mal die ganzen Sachen hier noch raus. Und braten sie an, damit wir wieder frisches zu mampfen haben. Denn ich sag's euch, nicht laufen, also nicht sprinten zu können in dem Spiel ist so scheiße. Also wirklich so unfassbar schlecht. Bitte, also habt immer was dabei, was ihr schnabulieren könnt. Ansonsten ist es so nervig. Es ist so nervig. So, machen wir das da rein. Und warten jetzt auf ein sehr schönes Essen. Tada! Und jetzt erstmal richtig schön. Mampfin. Was? Hasenfleisch bietet nur zwei Keulen? Seid ihr immer noch sauer? Ja, okay. Das beantwortet die Frage. Haben wir immer noch eine Rage auf mich? Okay. Ich glaube, dann mache ich mich jetzt mal wirklich auf die Suche nach dem Pferd. Oder nach irgendeinem Pferd. Und wenn ich es gefunden habe, melde ich mich gleich wieder. Da ist es! Oh, das sind mehrere. Oh, ich habe euch. Hallo. Hallo, Leute. Gar nicht so weit weg von meinem Haus. Und die zählt man jetzt einfach, indem man sich auf deren Rücken sitzt. Und wenn sie einen runterwerfen, man sich einfach wieder drauf sitzt. Bis sie geschnallt haben, dass man eigentlich nur Böses von ihnen will, genau. Nur Liebes von ihnen will. Wirf mich ab. Genau. Jetzt macht man das ein paar Mal und irgendwann liebt einen das Pferd. Und genauso zähmt man echte Pferde im echten Leben. Genauso. Ja! Und jetzt können wir auf sein Inventar zugreifen. Sattel und Harnisch anziehen. Und schon sind wir der Boss. Tada! Und ich weiß nicht, warum er jetzt gerade in der Animation festsackt. Aber das können wir für ein heroisches Bild ausnutzen. Machen auf den Shader an. Die hat aus und tada! Oh, das Pferd. Dum, 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 dum. Kannst du damit vielleicht aufhören jetzt? Okay, tschüss. So, wieder zurück zum Alten. Werden wir jetzt auch noch dieses Pferd zähmen. Ich habe zwar keinen Sattel mehr. Nee, ich habe nichts. Nee, wir müssen nochmal wieder nach Hause. Aber ich hole mir gleich zwei Pferde. Und hab dann zwei Pferde. Wie geil ist das denn? Ich habe zwei Pferde, zwei Lamas und eine Katze. Tierischer bester Freund. Dann kommt jetzt irgendwann noch die Farm mit so... Oh, man ist so schnell mit dem Pferd. Ja, hallo. Jetzt freut ihr mich zu sehen, ja? Jetzt freut ihr euch, mich zu sehen. So rum. Sehr gut. Wo ist der letzte, wo ist der andere Sattel? Haben wir noch ein... Nee, wir haben aber Goldharnische. Geil. Los, Pferd. Das andere Pferd wartet auf Rettung. Da. Hi, Pferdi. Was geht ab? Machen wir das so. So, ich möchte kein Steak füttern. Keine Sorge. Ich mache das Ganze vegan mit meiner rechten Hand. Nein, 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 nein. Ich gefalle dir. Nee, ich gefalle dir. Ja! Oh, ist das cool. Ein Sattel, ein Horsharnisch. Und schon kommt die Spinne. Aua. Oh.
Sara, leg dich nicht mit mir an. Oh, guck mal. Das ist so cool. Folgst du mir? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Ich hol einfach beide Pferde wieder nach Hause. Wartet. Schnücke die, schnücke die, schnück. Ich weiß nicht, ob ich schon noch eine Leine von dem Lama-Betreuer habe. Nee, die Leine von dem Lama-Betreuer habe ich ja da benutzt, um die beiden Pferde an die beiden Lamas anzuketten. Ja, dann hole ich einfach das andere Pferd auch nochmal. Wartet. Da ist es. Ferdi, ich komme. Ich rette dich vor den Zombies. Oh Gott, der Spinne ist wieder da. Juhu, tschüss. Warum hast du weniger Leben? Ist das wegen dem Harnisch? Wegen des Harnisches? Ist der aus Gold einfach unglaublich kacke und gibt ihm weniger Leben? Aua. Ich glaube schon. Ich glaube, Eisen ist besser als Gold. Wartet mal. Kannst du bitte da bleiben? Es wäre super, wenn du einfach da bleiben könntest. Was machst du? Pferd, bist du dumm? Pferd? Pferd, bist du dumm? Hallo? Okay. Pferd möchte dumm sein. Kann ich... Oh, ich kann Pferd mit ins Haus nehmen. Oh. Oh, ja, wenn ich die Pferde mit ins Haus nehmen kann, ja, dann her mit euch, her mit euch. Rein da. Ah. Tada. Tür zu. Und schon haben wir zwei Pferde da, die mich im Schlaf betreuen. Gute Nacht, Pferdis. Guten Morgen, Pferdis. Wie habt ihr geschlafen? Habt ihr gut geschlafen? Ja, sehr schön. Kann ich dir eine Karotte geben? Nee, kann ich dir nicht. Ach, schade. Die wollen keine Karotte. Ja. Ja, ja, genau. Denke ich auch. Hör auf zu machen. Ich komme gleich hier mit. Was soll ich jetzt machen? Nein, Ferdi, du bleibst drin. Ferdi, wir haben schon einmal mitgekriegt, was passiert, wenn wir zu lange draußen nachts und generell rumlabern. Nein, 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 du bleibst drin. Wir können für die nächste Folge mal so eine Farm oder sowas versuchen zu errichten mit den Saaten, die wir haben. Ja, und die nächste Folge? Ja, die ist halt bald, ne? Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge von Minecraft. Yeah.